Apropos, herzlich willkommen zu einer neuen wundervollen Ausgabe von Remastered. Es geht wieder weiter mit Uck, dem wunderbaren Steinzeit-Holzhubschrauber-Simulator. Ja, also, letzte Folge hing ich über 15 Minuten lang, leider davor in der Folge auch schon, fest im verflixten Level Nummer 4. Ich bin einfach nicht darüber hinweggekommen, also... auch nicht. Es war einfach der Wurm drin. Das Passwort habe ich mir selbstverständlich notiert in mein schlaues Buch. Ja, und jetzt versuche ich, ob ich mal weiterkomme, ob ich euch vielleicht noch ein bisschen mehr vom Spiel zeigen kann, weil ja, der Dino wird vorgestellt, aber so habe ich mir das gar nicht vorgestellt mit dem Dino. Also, ja, Senior, ich muss eben den Stein abliefern hier, dann fahren Sie auch mit. Ja, okay. Das war knapp, aber das passt genau. Die Senioren halt ins Wasser zu schmeißen, ist wie gesagt Todsünde. So, Mister. Ich fliege immer ganz nah ran, weil man ist meiner Meinung nach wesentlich schneller im Fliegen als die im Laufen. Die haben echt alle Zeit der Welt. Sobald sie dann aber im Flugtaxi sitzen, muss es natürlich schnell gehen. Wie das halt auch im echten Leben so ist, ne? Kennt das ja in diversen Situationen, an der Kasse, sonst irgendwo. Alle wollen, dass es wahnsinnig schnell geht, aber wenn die dann selber an der Kasse stehen, kramen die 5 Minuten nach Kleingeld, haben dann natürlich 1 Cent zu wenig und bezahlen mit 50-Euro-Schein. Und wundern sich dann, dass es dann dauert. Also, naja, das sind die Menschen. So, in der Steinzeit war das Ganze nicht so. In der Steinzeit gab es weder Scannerkassen, noch gab es eine Supermarktschlange. Da gab es eine Höhle und da gab es Bananen, die man mit einem Stein vom Baum geworfen hat. Das war noch ein Leben. So, ja, die Banane habe ich leider vergeudet, dann muss ich jetzt die Birne essen, aber die mag ich auch. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit wettgemacht mit der Banane, beziehungsweise der Birne. So, den nehme ich jetzt auch wieder mit. Okay, also, ich glaube, dieses Mal, ja, ich habe die Ruhe wieder so ein bisschen zurück und ich glaube, das wird was. Ja, ich dürfte mich eigentlich nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil, ja... Ansonsten stürzt der Hubschrauber wieder ab, aber ich versuch's. So, guten Tag. Station 3, der hier wird geliefert und dann wieder diese Ecke. Ist das eine Freude hier, aber im ersten Versuch wäre er auch, ne? Er wäre auch zu schön, um wahr zu sein. So, jetzt hier nehme ich den Stein mit, liefere den hier vorhin in die Ecke da hinten. Wie vorhin einfach, zack, weg. So. Steigen Sie ein, können Sie rausgucken, Dankeschön. Einmal abgeliefert, so heiß und fertig. Und der nächste. Steig ein. Danke, ja, Station 3 ist mittlerweile bekannt. Mittlerweile weiß ich fast genau, wo alle hintereinander her wollen. Also, auf welche Station die jeweils wollen, weil ich habe es jetzt so oft gespielt, also. Dieses verflixte Level 4, ey. Irgendwann, also. Die Hände hinschreiben sollen nichts für schwache Nerven. Also, man meint, es ist ein gemütliches, einfaches Spiel, das kann einen doch zu Weißglut treiben, wenn man echt so dumme Fehler wie gerade machen, einfach, ja, gegen die Wand fliegt, weil man einfach, ja, nicht wirklich aufpasst. Beziehungsweise sich seiner Sache zu sicher ist dann auch vielleicht. Oh, das wäre vielleicht schon wieder knapp geworden, aber... Steig ein, Senior, danke, bitte. Komm, zack, zack. So, der will auf Level 1. Das wird natürlich prompt erledigt. Los, weg von dem Dino. Hier, den mag ich eh nicht so gerne. Ich und der Dino wären, glaube ich, keine Freunde mehr. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, wenn man den Leuten den Stein auf den Kopf wirft. Also nicht, dass ich das vorhätte, aber es wäre eigentlich ganz witzig, was dann passiert. Aber ich glaube, es passiert einfach nichts. So, natürlich will er auch zur Stufe 3. Die wollen fast alle dahin. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist Dino Sightseeing oder so. Also... schon seltsam. Und bevor die dann den Bido, ne, zu Fuß vorbei müssen, würde ich dann auch lieber den Hubschrauber anrufen. Ja, ich hole mir noch mal eben so ein Obst. Liegt auf dem Weg. Eine leckere Kirsche. Und ja. Der wollte zu 2, glaube ich. Da war das jetzt natürlich nicht besonders zeitsparend. Wenn er zu 3 wollte, war es sogar gut. Ja, okay, er will zu 2. Ärgerlich. Aber es war auch gar nicht absichtlich. Aber ich habe ja jetzt Zeit. Eigentlich könnte man es auch echt ruhiger angehen, aber ich will ja, man hat ja auch so ein bisschen
lustig, so einen Highscore zu erreichen, obwohl mit der Leistung aus dem der vorigen Episode, da ja, gewinnst du keinen Blumenstrauß. So, der möchte zu 1, dann der da hinten möchte, glaube ich, wieder zu 3, meine ich. Dann kommt der Senior nochmal da hinten und hier vorne auch, also so langsam kennt man dann doch, das muss... Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft, wunderbar, Mysterium in Quitatis. Ist das schön. Das schreibe ich mir tatsächlich doch mal auf. Also, ich glaube, das ist der Zeitpunkt. Dieses Level, das muss ich mir einfach aufschreiben, weil, ja. Ich habe gesehen, wie es vorhin aussah. Wie es jetzt gerade aussah. Also, da war nicht viel zu holen. Und jetzt bin ich gespannt auf Level 5, endlich. Ach ja, genau. Jetzt kommen endlich diese süßen Triopterosse oder wie sie auch immer hießen. Ich glaube irgendwie so, wegen ihren drei Hörnern. Ah, das ist doch schön. Ja, der ist natürlich auch gefährlich. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie schneller wird. Ja, er wird wirklich schneller. Oh, das wird natürlich jetzt schwierig, die Dame einzuladen. Da muss man direkt daneben parken. Wie soll man die denn einräumen? Ich weiß nicht. Vielleicht muss man die echt ins Wasser... Ich bin nicht sicher, aber vielleicht muss man die Leute echt ins Wasser schmeißen und dann hier einsammeln. Ja, das klappt. Okay, der ist natürlich auch mies, der Dino. Also, ich hoffe, der... Ja, man kann dran fliegen. Okay, das ist schon mal ganz schön. Soll ich mir direkt am ersten Passagier eine Pause gönnen und ein Obst essen, weil der Dino dann doch ganz gut Zeit gekostet hat. Da ist der nächste direkt. Den schmeiße ich sofort ins Wasser, die können ja besonders gut schwimmen. Ich hoffe nur, dass unten jetzt keine Senioren kommen, aber vielleicht ist das Level auch so gebaut, dass es halt unten dann keine Senioren gibt oder halt überhaupt keinen. Das wäre ganz schön. Da bin ich echt froh, diesen verdammten Dino aus dem Level davor endlich hinter mir gelassen zu haben und jetzt mit dem Triceratops, so heißt der glaube ich, ne? Triceratops, ja, meine Freude habe. Das war keine Absicht, aber ich glaube auch die wird es überleben. Ich bin ja schon da. Level 1, wie Sie befehlen, Madame. Da kommen Sie doch natürlich sofort hin. Ist natürlich auch nicht ganz einfach, hier jetzt hin und her zu fliegen. So, ich hoffe, er will zu 3, weil ich brauche einen Apfel. Wunderbar, er will zu 3. Ich brauche dringend Obst, weil meine Zeit schwindet dahin. Dann lande ich doch direkt auf dem Stein, dann kann ich den direkt abwerfen. Okay, Birne nehme ich auch und ich nehme direkt noch ein Obst. Achso, stimmt, der Baum muss ich erst ganz kurz erholen von dem Schlag. Kirsche. Okay, dann Kokosnuss nehme ich auch noch mit und jetzt sammle ich erst die Frau ein, weil die war zuerst da. So, zu 2, das passt auch logistisch ganz gut. Die kann ich dann direkt hier auf dem Weg abliefern. Dann den Herrn da unten einsammeln, der bestimmt den Dino besuchen möchte, wie ich den kenne. Ah, doch nicht, er will auch zu 1, in Ordnung. Wie kommt vor? Ich weiß nicht, aber das Level scheint mir irgendwie einfacher zu sein. So, mit dem Dino unten, die einfach ins Wasser zu schmeißen. Vielleicht ist auch der Clou, dass man darauf kommen muss. Natürlich erstmal, aber... Weil ich das Spiel schon gespielt habe. Ja. Hoffen wir, dass sie nach unten wollte, das wäre ideal. Perfekt. Okay, jetzt habe ich einen Run. Und noch den Bonus eingesammelt, kurz vor Ende. Und Level 6. Das ist wunderbar, also... Oh, Dream for Mother heißt das Level. Ist halt schön, auch die Passwörter hier. Herzzerreißend und Level 6, also... Oh ja, stimmt, das mit dem tollen Herz ist das schön hier. Oh ja, jetzt musste man, glaube ich... Ihr seht das da unten. Das ist da im Wasser. Ich glaube, man muss runtertauchen und so da lang kommen. Ich bin gar nicht sicher, wie das noch ging. Ah, okay, so auf jeden Fall nicht. Wie soll man denn so schnell untertauchen und dann da runter? Das mache ich jetzt auch mal kurz einen Test ohne Passagiere. Kann man... Alter, das ist ja echt hart. Okay, das Passwort habe ich zum Glück aufgeschrieben. Dream for Mother. Von daher, ja, jetzt beruhigt hier dieses verflixte Level 4 hinter mir gelassen. Level 5 auch hinter mir gelassen. Okay, schnell das andere Passwort eingeben. Und das süße Level aufrufen. Also das ist echt süß. Dream for Mother heißt das Level und dann ist es auch noch in Herzform, die Karte. Also
Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Aber ja. Ist ganz süß, ne? So, da kommt jetzt gleich einer. Kennt man ja von eben noch, die Dame. Zack. Ich frage mich jetzt echt, wie ich da runterkommen soll. Kann ich hier drüber? Nein. Das wäre auch ein bisschen cheatmäßig. Nein, und dann an die Ecke. Aber das Level scheint mir echt hart zu sein, weil man muss zweifelsohne unten drunter her. Das ist im Wasser. Ich kann natürlich jetzt mal kurz probieren, ob man hier oben rechts her kann, aber das kann nicht gewollt sein. Nee, das geht auch nicht. Das wäre auch ein bisschen stumpf. So, also, man muss hier irgendwie drunter her. Ich denke mal, wenn ich jetzt vielleicht hier langsam... Nein, also... Ist das nicht so gewollt? Es ist so gewollt, aber... Oder ob ich dann... Vielleicht kann ich einfach nach unten drücken, wenn ich unter Wasser bin. Dass ich dann halt nicht auftauche. Das wäre eine Option. Das probiere ich jetzt. Ja, Madame. Die könnte man natürlich auch einfach runterschmeißen. Aber ob das schneller geht... Nein, also man bleibt nicht unten. Ey, das ist echt verdammt hart, also. Ja, das ist echt hart, das ist echt hart. Naja, das Passwort ist jetzt schon mal gespeichert. Ihr seht, in der Highscore bin ich auch noch nicht gelandet. F1 für starten. Ah, ich liebe diese alten Tastenbefehle, das ist eine Freude. So, ey, ich weiß echt nicht, wie ich das hinkriegen soll. Wie soll man da denn runterher? Also, es ist mir bis jetzt ein Rätsel. Also, wie es theoretisch funktioniert, ja, man schnell Anlauf nehmen, untertauchen, runterher, aber wie timet man das, dass man nicht an diese gottverdammte Ecke stößt? Also, so, ja. Scheint mir echt. An welcher Stelle muss man runtergehen? Es gibt wahrscheinlich eine Stelle, an der man runtergeht, um dann da hinten aufzutauchen. Boah, wenn man da jetzt auch noch viele hin und her transportieren muss, dann ist es ja echt ein Hardcore-Level. Also. Ja! Geil, Mann. Ja, okay. Man muss vielleicht echt einfach nur mutig sein. Man kann ja nicht sein, dass man nur einen Passagier transportieren muss. Und sie fährt direkt wieder zurück. Also, als wenn sie einen auf den Arm nehmen möchte. Nur, dass man hier sein Pech versuchen muss. Ja, okay. Einfach relativ weit weg starten scheinbar. Vollgas runter irgendwie anscheinend. Ja, okay. Wunderbar, wunderbar. Nur zwei Leute. Jetzt geht es hier im Zickzack weiter. Das ist doch ein Traum. Okay, das Level hier werde ich noch eben versuchen und dann werde ich die Episode auch erstmal abschließen. Mit diesem Erfolgserlebnis aus der anderen Episode kann ich, zum anderen Level kann ich ganz gut leben. Ist ja auch kein Vergleich zu der Episode zuvor, wo ich mich echt schwarz geärgert habe, weil es einfach nicht geklappt hat. Irgendwie war der Wurm total drin, aber... Ja. Hier gibt es keine Dinosaurier und keine... besonders kniffligen Situationen. Es gibt halt da hinten diese Ecken, wo man halt nicht dran stoßen darf. Jetzt habe ich außerdem den Stein eingesammelt. Den werde ich mal schon... Ah, jetzt habe ich den Senioren und den Stein verloren. Der Stein ist im Wasser gelandet. Das darf natürlich nicht passieren. Jetzt habe ich eigentlich schon keine Chance mehr, weil ich kann mir keine Zeit mehr erholen. Ja, und was natürlich hier hinzukommt, ist natürlich noch eine Etage mehr, wo die Leute hinwollen. Macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Dann kann vielleicht durcheinander kommen oder so. Und die Wünsche werden ausgefallen, ne? Aber ich glaube, weil ich halt echt den Stein verloren habe, wird das hier dieses Level nichts mehr. Naja, aber ich spiele den Continuum noch zu Ende eben und dann, ja, will ich die Episode erstmal abschießen und dann in der nächsten Episode weitere Abenteuer erleben mit Uck, dem Höhlenmenschen, der in seinem Holzhelikopter die Welt rettet. Nein, aber er spielt fröhlich Taxi. So, jetzt kommt hier keiner mehr. Doch, da kommt doch noch wer. Ich dachte, jetzt wäre das wieder das Problem, weil ich eben jemanden ins Wasser geschmissen habe. Aber nee, okay. Level zu 2. Okay, das schaffe ich noch in der Zeit. Aber dann wird es auch schon eng, wenn noch viele kommen. Dann, ja, wünschte ich, ich hätte den Stein nicht ins Wasser geworfen.
Zack, sie ist weg. Ich begebe mich hier schon mal in Mittelposition. Hoffen, dass nicht unten rechts jetzt einer kommt. Ah, die Zeit ist eh abgelaufen. Okay, geschafft habe ich es, glaube ich, nicht. Nee, bad luck, you failed. Okay. Ja gut, dann belasse ich es erstmal dabei jetzt für diese Episode. Ich bin immerhin sage und schreibe 2 Level weitergekommen, aber was bei dem Spiel und ja, mir scheinbar im Moment schon ein großer Schritt ist. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für Uck. Von daher verabschiede ich mich und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge Remastered. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss, tschüss.